Kennen Sie den? Gehen ein Blinder und ein Gehörloser ins Kino. Nicht witzig? Stimmt. Sondern ärgerlich. Mit Humor werben Senat DeBese und ihr Team für ihre Geschäftsidee. Sie haben die App-Lösung Greta und Starks entwickelt, die den barrierefreien Kinobesuch ermöglicht. Seh- und hörbeeinträchtigte Menschen erhalten damit auf sie zugeschnittene Hilfen wie Untertitel oder vorgelesene Bildbeschreibungen, um Filme im Kino und auf DVD genießen zu können. An einem Bartresen. Wie groß zu dem Wirt? Mein Sohn, der ist nicht irgendwer. Der hat viele Konzerte gegeben. Er war überall. Per Gesetz ist ja eigentlich so, dass die Filme, die in Deutschland produziert werden, mit Audiodeskription und Untertiteln zugänglich gemacht werden müssen. Aber das Schöne ist, dass wir internationale Verleiher gewonnen haben oder überzeugen konnten, auch Blockbuster-Titel wie zum Beispiel jetzt hier dieser Civil War oder Die Schöne und das Biest oder zum Beispiel hier dieser sehr, sehr lustige Film aus Frankreich, Monsieur Claude und seine Tochter, dass wir all diese Filme und viele, viele andere Filme noch zugänglich machen konnten. Die App-Lösungen Greta für Sehbeeinträchtigte und Starks für Hörgeschädigte wurden in erster Linie für den Einsatz im Kino entwickelt. Die App synchronisiert sich dort automatisch mit dem gezeigten Kinofilm und liefert dem Nutzer per Smartphone oder Tablet die Untertitel oder die akustische Bildbeschreibung. Das freut dann auch die Kinostars. Hallo, wir sind Bibi und Gina. Und wir wollten mal sagen, dass wir es ganz toll finden, dass der Film Bibi und Tina auch für Zuschauer, die blind und gehörlos sind, gezeigt werden kann und dass die dann gemeinsam mit den anderen zusammen im Kino sitzen können. Ich habe gar nicht so sehr in Karrierestritten gedacht. Ich wollte einfach nur, dass es diese App gibt und ich wollte einfach nur dazu beigetragen haben, dass blinde und gehörlose Menschen ins Kino gehen können. Und so wurde aus einem Projekt sozusagen oder aus der Motivation, ein Problem zu lösen, ein Geschäft. Davon profitiert auch Barbara Fickert. Durch ihre starke Seheinschränkung war der Kinobesuch in den letzten Jahren kein wirkliches Vergnügen mehr. Doch die App Greta brachte die Wende für die kinobegeisterte Berlinerin. Über die App kann ich mir die Hörfilmbeschreibung ins Ohr flüstern lassen, ohne dass die anderen Zuschauer, Kinobesucher gestört werden. Ich bekomme in den Dialogpausen wichtige Informationen, was eben auf der Leinwand passiert, welche Leute kommen, gehen, wie die Kulisse aussieht und so weiter. Ein Quantensprung sei die neue Technik, sagt die studierte Juristin. Denn die Technik hat ihr nicht nur die Freude an den Kinobesuchen zurückgebracht, sondern auch ein neues Hobby ermöglicht. Als Bloggerin berichtet sie seit einiger Zeit über die neuesten Kinofilme. Ich habe ja meinen Blog ins Leben gerufen, blindgängerin.com. Das hätte ich ohne die App nicht getan. Das war der Auslöser, kann man sagen, weil ich jetzt ganz anders über Filme schreiben kann. Und versuche natürlich auch Spaß auf Filme zu machen. Finanziert wird das Angebot von Greta und Starks durch die Filmverleihfirmen, die den barrierefreien Zugang zu ihren Filmen bei Greta und Starks in Auftrag geben und dafür dann bezahlen. Auch die Kinos haben das Angebot dankbar angenommen und werben damit bei ihrer neuen Zielgruppe. Viele Kinobetriebe haben angefangen, zum Beispiel einen Zeitungsartikel zu initiieren oder die haben auf ihrer Webseite markiert, welche Filme sind jetzt zugänglich. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich so dachte, wow, ich habe so eine Idee gehabt, die Idee habe ich versucht umzusetzen und es gibt erste Kinobetreiber und erste Verleiher, die jetzt beauftragen und die tatsächlich diese Kommunikationsarbeit mittragen. Da habe ich gedacht, okay, daraus kann noch mehr werden. Das hat sich vor kurzem bereits erfüllt, denn Greta und Starks gewannen beim KfW Gründer Award in Berlin als Landessieger auch noch den Publikumspreis. Die Gewinnung der nächsten Zielgruppe ist auch bereits eingeplant, nämlich die fremdsprachlichen Kinobesucher. Das heißt, man geht dann zum Beispiel in den allerneuesten, Girls Trip Film und der Franzose kann den Film auf Französisch hören, der Italiener kann den Film auf Italienisch, einer kann sich arabische Untertitel herunterladen, alle können zusammen in einem Saal sitzen und den gleichen Film erleben, im besten Fall über den gleichen Witz lachen. Barbara Fickert ist jedenfalls froh, als aktive Kinogängerin wieder mitreden zu können. Etwa beim preisgekrönten Film Toni Erdmann. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir! Den konnte ich mir eben auch mit der App Greta anschauen. Und das war auch einer meiner Lieblingsfilme im letzten Jahr. Und da wäre ich todtraurig gewesen, wenn der an mir vorbeigerauscht wäre. Ja, man kann mitreden.
Gelebte Inklusion, auch das einer der Erfolge der Kino-App Greta und Starks.